zum Kotzen. Von Peter Löcke. Nachzulesen auf clubderklarenworte.de. Heimat, Identität oder gar Patriotismus? Dünnes Eis, ganz dünnes Eis. Allein die Nennung der Begriffe verursacht bei Politikern wie Kulturschaffenden Schweißperlen auf der Stirn. Die Worte riechen irgendwie verboten rechts und werden daher vermieden. Gerade deswegen lohnt sich eine Auseinandersetzung mit dem Thema. Wenn nicht im Club der klaren Worte, wo dann? Ich beginne im Kleinen, beim Lokalpatriotismus. Sind Sie Niederbayer oder Oberbayer, Mittel-, Ober- oder Unterfranke? Das macht einen großen Unterschied aus. Schließlich stammen Sie nicht einfach nur aus Bayern. Sind Sie Emsländer, Sauerländer, Rheinländer, Westfale oder kommen aus dem Pott? Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig es vielen Menschen ist, das exakt zu formulieren. Sie kommen nicht einfach nur aus NRW. Nein, der Mensch ist stolz auf seine Region, seine Heimat. Es ist identitätsstiftend. Mit der Region, in der man lebt oder groß geworden ist, verbindet man ein ganz konkretes Lebensgefühl und Heimatgefühl. Eine Mentalität. Stärken, auf die man sich etwas einbildet. Oder auch liebenswerte Schwächen, denen man mit Selbstironie begegnet. Manchmal reichen 20 Kilometer Luftlinie und es wird im wahrsten Sinne des Wortes eine andere Sprache, ein anderer Dialekt gesprochen. Dann drehen sich in der Dorfkneipe die Leute um und argwöhnen: Zurgrost? Du kommst wohl nicht von hier. Lokalpatriotismus ist etwas Legitimes und Unverdächtiges. Hier darf der Mensch stolz auf sich und seine Herkunft sein. Ganz im Gegensatz zum Deutschsein. Dafür hat man sich gefälligst zu schämen. Anerzogen zu schämen. Deutscher Patriotismus ist verdächtig, ist unsagbar aufgrund der nicht zu bestreitenden historischen Schuld. Die deutsche Geschichte wird auf 12 Jahre komprimiert. Da hilft auch die viel zitierte Gnade der späten Geburt nichts. Für diese Formulierung wurde Helmut Kohl seinerzeit heftig angegriffen. Nun könnte man denken, dass mit noch späteren Geburten, das also von Generation zu Generation, das verinnerlichte deutsche Schuldgefühl schwächer wird. Das Gegenteil ist der Fall. Aus dem Schuldgefühl ist eine fast schon pathologische Selbstgeißelung geworden. Vielleicht kennen Sie die Bilder aus dem Jahr 2013, als Angela Merkel auf der Bühne stehend nach einem Wahlsieg ihrem Parteikollegen Hermann Gröhe eine kleine Deutschlandflagge entreißt und diese mit angewidertem Gesichtsausdruck entsorgt. Das passierte 30 Jahre nach dem Kohl-Zitat. Wie sieht es heute, knapp 10 Jahre nach dem Merkel-Auftritt aus? Der von der ehemaligen Bundeskanzlerin zur Schau gestellte Deutschland-Ekel hat eine neue Stufe erreicht. Patriotismus, Vaterlandsliebe also, fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland nichts anzufangen und weiß es bis heute nicht. Das schrieb Robert Habeck in seinem Buch Patriotismus, ein linkes Plädoyer. Nun, der Fairness halber sei gesagt, dass auch dieses Zitat älter und natürlich aus dem Kontext gerissen ist. Außerdem war anno 2010, da erschien das Buch, Deutschland noch nicht der Arbeitgeber von Habeck. Wie denkt er also heute? Wie ist das Amtsverständnis von Robert Habeck? Schließlich hat er als Minister einen Eid geschworen. Das ist ein Missverständnis dessen, was ein Amtseid in dieser Zeit bedeutet. Mit diesen Worten und Empörung in der Stimme kritisierte Habeck den ungarischen Präsidenten Viktor Orban, weil dieser das Ölembargo der EU blockierte. Der Schuft Orban dachte zuerst an seine eigene Bevölkerung und nicht an Europa. Wie kann er nur? Nun kann jeder von Orban halten, was er möchte, doch er erfüllt seinen Amtseid. Tut Habeck das auch? Nein. Er gab sogar an anderer Stelle zu, dass sich Deutschland mit den Sanktionen selbstverständlich auch selbst schade. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden werde.
ich könnte einen Eid darauf schwören, dass der Amtseid so oder ähnlich lautet. Ebenso könnte ich schwören, dass kein Gesetz verabschiedet worden ist, wonach sich die Bedeutung des Eides geändert hat und man als deutscher Minister heute auf ein europäisches Grundgesetz schwört. Nun gut, Habeck sagte bei seiner Vereidigung nicht Volk, sondern Bevölkerung. Denn schließlich ist das Wort Volk für Habeck ein Nazi-Begriff. Ein weiteres Bonmot des deutschen Wirtschaftsministers: ist Habeck deswegen ein Antipatriot? Das ist er laut eigenen Worten nicht. Zitat: Man braucht eine Erzählung, die auf Veränderung setzt, auf Gerechtigkeit und Internationalität. Dieses Engagement nenne ich einen linken Patriotismus. Zitat Ende. Das sagte Habeck in seinem Manifest alias Buch direkt nach seiner berühmten Aussage, dass er sich beim Gedanken an Deutschland übergeben müsse. Habeck singt die Internationale. Geht man vom Kleinen zum Großen, ist er Folgendes. Als Lübecker ist er ein stolzer Hanseat. Als Deutscher ist er unstolz. Umso stolzer aber ist er als Europäer und Weltbürger. Mir würde ganz schwindelig werden, so durchs Leben zu stolzieren. Worauf bin ich stolz? Leider bin ich ganz wenig Patriot. Weder lokal, noch national, noch international. Ich bin jedoch stolz darauf, in den letzten 2 Jahren Mensch geblieben zu sein. Und ich könnte niemals für Menschen schreiben und arbeiten, die ich zum Kotzen finde. Eine Produktion des Club der klaren Worte 2022.